So, hallo YouTube. Wir machen jetzt, bevor wir den DLC weitermachen, noch eine Zwischensache. Und zwar, wo war das denn? Ich habe gesehen, dass an dieser einen Stelle, das muss von hier aus sein, da gab es so einen Aufzug und da konnte man irgendwo auch runter abspringen. Und ich will da rein. Ich will an die Stelle. Und ich habe noch gemerkt, ich habe einen Schlüssel gefunden für einen Ort, wo ich auch noch nicht gewesen bin. Da will ich auch noch hin. Dann machen wir den Endboss. Und dann den DLC. Ich habe schon mal Ludwig gemacht. Ich könnte rein theoretisch das, was ich aufgenommen habe von Ludwig, einfach hier kurz zeigen, aber ich werde das ja eh auf YouTube hochladen. War das von hier? Ja, das war von hier. Oder? Ja, das war von hier. Und ja. Ja, ich habe halt Ludwig auch was im Privat gemacht. Ich wollte ihn eigentlich nur üben, weil ich gedacht habe, entweder schaffe ich ihn jetzt noch mit den letzten 60 Fiolen oder wie viel das waren. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Oder ich schaffe ihn halt nicht und muss einen neuen Spielstand anfangen. Und dann habe ich ihn plötzlich geschafft nach fucking 10 Minuten. Ich verstehe es immer auch nicht. So, der Aufzug muss es gewesen sein. Weil hier kann man auch rausspringen. Ich hatte auch so eine Stelle gesehen, als ich hier rein und raus bin. Da. Die ist offen. Da kann man rein. Ich will da rein. Bestimmt sterbe ich jetzt. Ich will da rein. Es war zu früh. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Bot anmachen muss? Wieso sterbe ich jetzt an dem Blödsinn? Aus Mika eigentlich nicht da. Ich bin traurig. Mika. Ich will Mika haben. Ich will meine Mika. 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 Hör auf damit, Cory. Warte, warte, warte. Bot muss sich erst anmelden. Das dauert immer einen Moment. Ja, Moment, Moment. Ich habe ihn gerade vergessen. Ich bin ehrlich. So. Jetzt darfst du. Ich glaube, du musst auch noch 4 oder 5 Tote. Mach einfach mal 5 Tote noch drauf. Weil ich ungefähr so oft nochmal an den gestorben bin. An Ludwig. Na, Laili? Bist du jetzt raus? Fucking hell! Das ist immer noch zu früh. Ja, was denn? Ja? Ja. Ja. Ich glaube, der Hund will gerade aus meinem Zimmer. Gerade hat sie die ganze Zeit gepennt. Hallo, Noah. Schön, dass du da bist. Ich lass mal kurz den Hund raus. Moment. Ja. 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 Oh, ja. Ja, Doku-Content, so ist es. Die hat nämlich gerade mal im Bett geschlafen und ich wollte sie nicht aufwecken und rausschmeißen. Was soll's? Was soll's? Und jetzt wollte sie raus. Da quietscht sie immer rum. Sie hört sich dann eher an wie ein Fuchs als wie ein Hund. So. Warum habe ich gerade was im Auge? Okay. Wie geht's dir, Noah? Jetzt versuchen wir nochmal da reinzukommen. Ich hoffe, ich mache das nicht umsonst und das ist eigentlich eine unsichtbare Wand. Dann bin ich traurig. Aber das ist doch offen. Yes! Ich bin drin! Ich bin drin! Hahaha! Wo bin ich? Eine Kiste! Halt die Klappe, Funo! Du bist heute wieder schlimm, weißt du das? Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht ein... Oh Gott, das Ding macht mich wahnsinnig. Ja gut. Ich renn dann mal.
Wiedersehen. Tschüss. Mhm. Oh, fucking hell. Hallo, Wiedersehen. Ja, ja. Mhm. Ah, hallo. Ja, ja. Hallo, tschüss. Wo bin ich? Warum kriege ich noch mehr Wahnsinn hier ab? Why? Stop it. Ich renne jetzt einfach. Wohin gehe ich? Was ist das hier? Sind das Spinnen? Sind das Augen? Das sind Augen. Warum sind die überall Augen? Okay. Okay. Was habe ich gerade gemacht? Was habe ich da? Was? Hä? Okay. Ach, noch eine Kiste. Was? Kann ihr aufhören, mich alle hier wahnsinnig zu machen? Wortwörtlich? Stop it? Ich will nicht. Hör auf damit. Stop it. Wo ist er? Da hinten. Hier, keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn ich das nur wüsste. Ja, es geht so nur. Es geht so. Die letzten Tage waren wieder etwas... Also gerade gestern war nicht so der geilste Tag, aber... Heute geht's. Oh, 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 oh! Ihr seid eklig. Ist mal ernsthaft. Ihr seid eklig. Ihr seid eklig. Ihr seid voll eklig. Und habe ich schon erwähnt, dass ihr eklig seid? Cori, bitte ein Tod obendrauf. Will ich da jetzt nochmal hin? Ich will wissen, was da unten ist. Warum tue ich das? Jetzt darf ich da wieder komplett durchrennen. Why? Ja. Ich habe keine Ahnung, nur. Kein Plan. Also, in Bloodborne gibt es ja irgendwie, sag mal, verschiedene Fraktionen. Das eine ist ja irgendwie, keine Ahnung, so vampirartig. Und die andere sind ja so ein bisschen Alien-Viecherartig, weil die dann mit diesen Einsicht eine nächste Evolutionsstufe von der Menschheit erreicht haben. Die anderen machen das mit diesem behinderten Götterblut. I don't know. Alles ganz komisch. Okay. Wir rennen jetzt hier sofort durch, weil es bringt ja eh nichts. Alter, kostet mich das viel Leben. Oh, fucking hell. Nein, 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 fuck! Das Gebiet. Oh, fuck, ich hab überlebt. How? How? Oh mein Gott, ich lebe. Geht weg. Ihr habt alle Menschenköpfe. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Warum? Aua. Hör auf. Das Gebiet heißt... Ich hätte es vorhin durch den Port noch gewusst. Gib einfach mal das Schloss ein, wo Mergos ist. Irgendwas... Also das Vieh heißt Arme Mergos. Und gib einfach mal... Kessel Arme Mergos oder sowas ein. Also wirklich, wie es gesprochen wird, Mergos. Ja, Wirtegebiet ist genau das richtige Wort. Also es ist ein komisches Gebiet.
Ich verstehe halt nur diesen Untergrundteil hier gerade gar nicht. Der verwirrt mich übelst. Warum sind die überall Augen? Also ich weiß, die haben das mit Augen rumgeexperimentiert, weil sie Einsicht haben wollten, bla, keine Ahnung, Blödsinn. Okay, wir gehen jetzt sofort darüber. Oh, nein, nein, stop it, stop it, nein, stop it, nein. Ich will doch nur die Kiste haben. Ich hab doch irgendwo Beruhigungsmittel. Da. Probieren wir es damit. Mann. Lass mich in Ruhe, Funo. Du bist gemein. Ich wollte doch nur in die Kiste. Cory, bitte noch ein Tod oben drauf. Menno. Genau. Nightmare of Menzies. Ist richtig. Also ich bin hier auf jeden Fall diesen Albtraum-Ding drin. Das weiß ich auch. Ohne Witz, ich. Okay. Genug. Genug, Mimi. Genug. Genug. Wir versuchen es noch einmal. Ich will nur an die Kiste. Ja, dann iss was. Dann geh in die Küche, mach dir ein Brot. Oder Kellogg's. Oder ich weiß nicht, was du isst. Immerhin schaffe ich den Sprung mittlerweile. Das ist ja auch was. Nein, geh weg. Renn! Renn einfach! Renn! Renn! Tu es! Renn! Nein! Aua! Fuck! Mika! Ich brauche einen Tod, bitte. Wie geht's dir, Waifu? Hab dich vermisst. Ich will doch nur die Kiste haben. Warum ist das so schwer? Wieso? Ich will doch nur diese Kiste haben. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur an die Kiste. Wirklich. Why? Das gibt's doch nicht. Alles gut, Mika. Alles gut. Wie heißen die Viecher denn? Tell me. Tell me. Ich versuche jetzt noch einmal in die Kiste zu kommen. Das kann ja nicht so schwer sein. Ist mal ernsthaft. Winterlandherren? Ernsthaft? Was sind das denn für behinderte Namen? Warum heißen die so? Weil die leuchten und so einen komischen Blubberkopf haben? Oh, das ist doch mal was Gutes. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Geh weg. Lass mich. Oh Gott, ey. Warum ist das so anstrengend? Nein, nein. Nein. Ich will nur an die Kiste. Mehr möchte ich nicht. Kiste. Einfach nur Kiste. Das war's schon. Ich möchte nur an diese Kiste. Ich habe nicht viele Bedürfnisse im Leben. Nur die Kiste. Mehr wollte ich für mein Leben nicht. Warum stehst du mir da jetzt im fucking nochmal im Weg? Willst du bitte aufhören? Oh mein Gott. Dieser Griff! Nein, lass mich los! Oh mein Gott!
Alter! Wie viel Damage macht das? Stop it! Oh, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! How? Oh, WTF! Hör auf, so behindert zu singen! Hallo, Hamsti. Wisst ihr was? Ich versuche das Vieh jetzt nicht zu töten, sondern ich drücke es an die Kiste. Und sterbe dabei wieder. Ich weiß nicht, was ich gegen das Ding machen soll. Ich habe auch gar kein Beruhigungsmittel mehr. Wisst ihr was? Ich lasse es jetzt. Blöde Kiste. Dumme Kiste. Blöde Kiste. Ich mach die andere mal. Nee, das ist nicht die Idee. Das ist noch in einem anderen Part. Ich habe nämlich einen Ort gefunden, wo ich noch nicht gewesen bin. Wir gehen jetzt auch woanders hin, machen noch einen Optionalboss. Weil ich einen Schlüssel gefunden habe für einen Ort, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gegoogelt, für was dieser blöde Schlüssel ist, weil ich gedacht habe, hä? Wo gehört der Schlüssel hin? Und musste feststellen, der gehört wohl zum Turm oben und da ist ein Boss, den ich dadurch übersehen habe, weil ich diesen Schlüssel letztes Mal nicht gefunden habe. Oder ich habe ihn nicht gemerkt, dass ich ihn gefunden habe. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt diesen anderen Boss. Dann werde ich vielleicht erst den Endboss machen. Ich weiß es nicht. Ja, ja, immer noch auf New Game Plus. So ist es. So ist es. Der Endboss wird also auch New Game Plus auch so eine Katastrophe gefühlte. Das Schlimme ist, Mika, ich habe einfach keine Lust, das Spiel von neu zu machen, weil ich da halt ziemlich lange für brauchen würde, bin ich ganz ehrlich. Ich würde da echt eine ganze Weile für brauchen. Weil ich müsste ja ziemlich viele Level farmen, das dauert halt alles so lange. Und die Gebiete sind ja nicht mal richtig klein oder so. Aber sei mal ehrlich, wie findest du mein neues Outfit? Sieht nicht geil aus? Ich finde, dass das Outfit von Aileen total geil. Ich liebe es. Ist wunderschön. Die Federn. Ist total meins. Ja, ja. Ups, falsche Taste. Sorry. Sag mal, ist gut jetzt. Ja, genau. Die Flügel. Diese behinderten Schützen. Ja, übertreibt halt. Einfach hier reinschießen. Chillt einfach. Nein, weg. Au. Irgendwie, da oben war ja eine Tür, die haben wir auch mal gefunden und daran erinnere ich mich, aber ich wusste halt nicht, dass der Schlüssel nach da oben gehört. Ja, chill halt. Sagen, dass du mich verarschen? Vorwärts, rückwärts. Okay, also hier irgendwo. Ja, da. Weil in den oberen Teil waren wir noch nicht. Ich bin gespannt.
Und es gibt noch einen anderen Teil, wo wir auch noch nicht gewesen sind. Den habe ich aber selbstständig gefunden, weil ich mich in der Ding mehr umgeguckt habe. In der... Was war das denn? In dieser Schule? In diesen komischen... Klibbermenschen? Da habe ich mich ein bisschen genauer umgeguckt und musste feststellen, man kann in den unteren Stockwerk und unten war auch eine Tür und da will ich auch noch hin. Also tatsächlich habe ich beim ersten Mal durchrennen ein bisschen was übersehen. So. Da die Tür. Hier waren wir noch nicht. Und da habe ich den Schlüssel für gefunden. Ja. Okay. Der Chor. Alles klar. Das ist eins von diesen Babys, das von diesen Frauen geboren wird, oder? Okay. Gut. So ist es. Hier oben ist ja ein ganzes Abteil. Was zur Hölle? Ich hätte nicht gedacht, dass man hier hoch kann. Was ist denn das? Warum ist hier ein großes Haus oben drauf? Oh nee. Ich wusste es. Diese gelben, weißen, nicht gelben Dinger sind so nervig. Ja. Ja, Moment. Ey. Eine Sekunde. Meine Mutter gerade. Die hat sich gerade aufgeregt, verständlicherweise, über Post. Die haben schon wieder einfach so einen Umschlag. Der ist halt total kaputt. Haben sie schon wieder einfach reingestopft. Sieht man ja an den ganzen Knicken so ein bisschen. Und das Schlimme ist, die geben bei uns jeden Scheiß ab. Wirklich jeden Scheiß. Wir sind quasi hier die Auffangstation von Pakete von dem ganzen Haus. Heißt für 8 Familien mit uns eingezählt. Heißt, wir nehmen hier für 7 Familien immer Pakete an. Wir nehmen wirklich fast jeden Tag Pakete an. Hier klingelt jeden Tag Paket. Aber jetzt kam mal eins für mich, auf das ich schon warte. Und ratet mal, wenn es um Paket geht, was für uns ist, haben die doch jetzt ernsthaft so einen Abholzettel uns einfach in den Briefkasten getan. Für jeden Idioten klingeln die hier immer oder tun es einfach nur in den Flur sogar legen. Aber wenn es dann wichtig wäre, dass vielleicht auch mal was für uns dabei ist, kriegen sie es nicht hin. Da hat sich jetzt halt meine Mutter gerade übelst aufgeregt und musste das erstmal loswerden. Das verstehe ich auch, weil das nicht in Ordnung ist. Wir nehmen jeden Scheiß hier an. Ist halt super ärgerlich. Keine Ahnung. Was steht denn da? Achso. Ja, ohne Witz. Post verbrennen ist eine gute Idee. Ich meine, ich habe ja auch irgendwo Mitleid mit denen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Die tun mir schon etwas leid, weil... Fuck. Weil die halt etwas überarbeitet sind, ne? Ist halt doof. Und ich habe auch Respekt dafür, dass die aktuell so viel machen müssen, weil die müssen jetzt noch mehr ausliefern als sonst, aber... Ist halt ärgerlich, wenn sie jeden Scheiß sogar einfach in den Flur hier legen und sich darauf verlassen, dass das Haus das immer klärt, wer das halt dann aufnimmt und aufpasst und keine Ahnung, aber... Ist halt ärgerlich. Deswegen habe ich mich jetzt halt kurz ausgeblendet, weil ich natürlich nicht will, dass, wenn meine Mutter nicht gezeigt werden möchte, ich das dann halt nicht kurz ausblende. Und deswegen bin ich auch gerade gestorben, weil ich gerade nebenbei mit ihr reden musste und das war gerade für mich ein bisschen zu viel. Zudem machen die auch ganz schön böse Aura. Oh oh.
Wieso ist deine Katze eine dumme Sau? Und hallo, mein glasköpfiger Freund, wie geht's dir? So. Warum leide ich schon wieder an diesem behinderten Wahnsinn-Scheiß? Das ist super nervig. Was ich ja noch nicht erwähnt habe. Es ist super nervig. Und wo zur Hölle bin ich hier? Warum sind hier überall so komische Baby-Dinger? Why? Warum? Warum sind das so viele? Why? Wie viele Frauen haben denn schon solche Viecher gelegt, bitte? Wortwörtlich gelegt. Aua. Stop it! Hört auf! Seid eklig. Großer See. Okay. Ja, also gestern ging es mir nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Gestern war ein unfassbar scheiß Tag. Aber heute ist es schon okay. Wie gesagt, das mit der Post ist halt nervig. Oder in dem Fall eher ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Ihr seid super eklig. Bin ich hier in der Kinderauffangstation gelandet? Ist das ein Waisenhaus? Was ist das denn hier? Hat sich ja gelohnt, nicht? Ja, stimmt, Mieke, du hast recht. Ich bin jetzt irgendwie nur von eins ausgegangen, weil wir halt meistens nur einen gesehen haben. Aber du hast recht. Oh, der Hund ist schon wieder in mein Zimmer. Ich höre sie gerade. Was denn? Schon wieder. Was denn? Ja, was denn, Leili? Ja, ist ja gut. Warte, ich hab mir eine Antwort. Ja, warte, lass mich noch den Gegner töten. Sekunde, gib mir einen Moment. Ja. Ist okay, ich liebe dich. Ja. Ist doch alles gut. Ja, ist doch alles gut. Ja, alles gut. Ja, ja. Soll ich wieder rauslassen? Was willst du denn? Hast du Durst? Was möchtest du denn heute von mir? Ich verstehe gar nicht, was du gerade von mir möchtest. Oh, Chorgewand. Interessant, da kommt irgendwas. Ja, Moment, ist ja gut. Ich muss mal. Ja, 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 ist ja gut. Was denn? Was denn? Ja. Ihr hört sie wahrscheinlich, oder? Das Quieken, Moment. Ja, ja. So, meine Güte. I'm sorry. Erst Hund und jetzt war noch was für meine Mutter. Ich bin aber jetzt da. So. Das Arbeitsamt ist mal wieder scheiße. Um es kurz zu machen. Wow. Man sieht hier so viel. Meine Güte. Ich habe das Gefühl, ich sehe alles. Nicht. Oh, hallo, Rage. So. Dieser Seite geht das nicht. Das Geräusch gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Au! Oh, 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 hi! Wo kommst du denn? Au! Oh, fucking hell! Wo kommst du her? Warum hast du blaue Augen? Und wo kommst du her? Habe ich schon erwähnt, wo du herkommst? Au! Oh, fuck you! Ist okay! Okay, okay, gut. Aber wo bist du hergekommen? Habe ich da hinten eine Tür übersehen? War es durch das Fenster? Ja gut, es muss durch das Fenster gewesen sein. Alles klar. Ja, mein Stuhl war heute der Endboss, so ist es.
Darf ich auch alles wieder rausschneiden für YouTube, Mann? Das ist ein Bossraum. Hab ich schon gesagt. Wir gehen doch nicht woanders lang. Okay. Dass es hier so dunkel ist, gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Verstehe ich gar nicht. Gut. Ich habe wohl keine Wahl. Oh, hey! Ja, gut. Ach, schön. Ach, schön. Wunder. Ja, schön. Schön. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. 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 Finde ich voll schön. Ist voll, voll schön. Fuck. Voll. Ja, gut. Nehmen wir mich nicht nach oben fliehen. Das war eine schlechte Idee. Ich hätte nach oben, unten fliehen sollen. Menno. Die Gegner sind voll doof. Wir haben jetzt gar keine Lust auf uns. Ja. Blöden Kackviecher. Sind alle doof. Du bist auch doof. Sind alle doof. Und du bist auch doof. Ich mach zu wenig Damage. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh! Fuck! Ja gut. Lecker. Oh, ich steh voll drauf. Dankeschön. Oh, danke. Ich hoffe, ich hab geschmeckt. Vielen Dank. Gut. Gut. Meine Punkte. Kommt ihr. Ich liebe euch. Wir. Tja. Können wir einpullen? Nö, können wir nicht. Okay. Dann könnt ihr mich mal gern haben. Hier ist es ganz schön dunkel. Ich gehe jetzt einfach da lang. Und gehe looten. Und hoffe, dass die Tür fucking hält. War ja klar. Wo geht's hier weiter? Hallo. Ja, hey. Schön, gell? Voll schön. Hey. Okay. Ah, hier geht's weiter. Wiedersehen. Mami. Hey. Okay. Oh. Nein. 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 Böse. Stop it. Nein. Fuck. Mugen, wo zur Hölle bin ich hier? Ist mal ernsthaft. Meine Güte. Chillt doch alle mal. Holt euch einen Snickers. Massiert eure Hoden. Macht irgendwas. Was euch beruhigt. Okay. Hier ist alles so dunkel. Diese Musik ist so einladend. Das sieht doch aus wie eine fucking Falle. Da liegt überall was rum. Ich kann nicht. Ich muss. Mein Lootdrang. Er ist zu groß. Lootdrang. Lootdrang. All die Fresse. Nein. Okay. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Au, 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 au. Danke. Ja, habe ich. Danke. Nein. Stopp. Nein, hör auf.
wunderschöne Gegner. Meine Güte. Wunderschöne Gegner. Wunderschöne Gegner. Wunderschön. Die lasse ich mir auf die Zunge zergehen. Wunderschöne Gegner. Augenbinde, glaube ich. Alles klar. Apropos, wir haben ja vorhin was bekommen. Hier. Tracht des Chors. Hochrangige Mitglieder der Heiligen Kirche. Mitglieder des Chors sind die hochrangigsten Kleriker der Heiligen Kirche und Gelehrte, die der Arbeit vorführen, die Birkenwerft begonnen wurde. Zusammen mit den zurückgelassenen Großartigen blicken sie in den Himmel auf der Suche nach astralen Zeichen, die dazu führen, dass sie ihre wahre Größe wieder entdecken. Warte mal. Ist das nicht das, was der Ding getragen hat? Hat sowas nicht Alfred getragen? Sah das nicht so ähnlich aus? Hat er zum Chor gehört? Ich bin verwirrt. Ja, das stimmt wohl. Morgen, das stimmt wohl. Perlenschnecke. Wow. Kann ich... Oh nein! Oh nein! Ich möchte doch gar nicht. Kann ich nicht mal. Aua. Aua. Warum sind diese Gegner hier so scheiße? Oh mein Gott. Okay. Diese Musik ist hier so wunderschön. Warte mal, ich bin in den Kreis gelaufen. Okay, ja gut. Dann, ja gut. Abkürzung oder so. Falls ich sterbe. Was ich bestimmt tun werde. Und wohin führt das? Geil. Oh nee. Hab ich schon nö gesagt? Nö, ist nicht. Nö. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, schönes Leben noch. Wow, tschüss. Ja, Wiedersehen. Mach bitte schneller auf. Dankeschön. Was zur Hölle ist das? Warum steht da ein Ding? Stop it! Stop it! Halt auf! Nein! Nee! Ich will nicht! Halt auf! Was ist das? Okay. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Oh, schön. Schön. Diese Gegner sind so berauschend. Ich wollte mir den Raum oder was auch immer es da oben war angucken. Aber zwei von den Viecher ist ja voll eklig. Wortwörtlich eklig. Kann ich kontaktieren? Okay. Was bringt mir das? Warum habe ich... Wieso... Egal. Wir gehen einfach. Wir gehen weiter. Ich habe keine Ahnung wohin. Wir gehen weiter. Renne ich gerade zurück? Renne ich woanders dahin? Wo bin ich? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Ich bin jetzt wieder mal... Hä? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Wohin soll ich? Ich bin übelst verwirrt. Au! Ich will doch nur da raus. Aua! Stop it! Okay, ja! Chill! Bitte! Hör auf damit! Okay. Da unten läuft noch einer. Wir machen jetzt die Gegner und dann geht keine Ahnung. Muss dann doch irgendeinen anderen Weg geben, oder nicht? Willst du mich verarschen? Wo? Kommst du jetzt bitte her? Au. Oh mein Gott. Warum? Wieso? Why? Warum sind diese Gegner hier so scheiße?
Warum frage ich überhaupt? Warum spiele ich dieses Spiel? Okay. Schon klar. Ich mag den Ort irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Darf ich mich jetzt umgucken? Bitte? Kann ich da rein? Nö. Okay. Hier ist alles zu dunkel. Ich habe eh schon Sehprobleme. Spiel, du mobbst mich. Das ist mein Ernst. Oh. Auf dem Balkon geht's weiter. Okay. Ja, ich guck gleich nochmal. Die Gegner haben mich davor gerade irgendwie abgelenkt. Okay, okay. Dann gehen wir nochmal hoch. Balkon. Versuche ich mal einen von diesen Viechern zu töten. Aber das ist halt ganz schön nervig. Nehmen wir es so. Ich dachte so, ja, jetzt gehen wir noch kurz den Ort, wo ich noch nicht gewesen bin. Das geht bestimmt ganz schnell. Mhm, geht schnell. Mhm. Komm einfach. Folge mir. Folge mir. Du traust mir. Traue mir. Aha. Okay, einen haben wir. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe das erste Mal diesen Ort hier übersehen, weil ich wohl... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Schlüssel einfach nicht eingesammelt hatte oder... Oder ob ich irgendwie... Ja, den eingesammelt habe und nicht gemerkt habe, dass ich ihn eingesammelt habe. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja das zweite Mal durchgerannt, um die anderen Endings zu machen. Und hab dann... Oder ich habe einen Schlüssel bekommen. Okay. Weißenhausschlüssel? Hä? Was soll ich jetzt? Ja, ich bin halt einfach durchgerannt und dann habe ich irgendwann gesehen, dass ich einen Schlüssel gefunden habe und dachte so, hä? Der Schlüssel sagt mir gerade gar nichts. Also hier geht's nicht weiter. Irgendwie. Da passiert auch nichts. Was zur Hölle? Wer? Wieso? Was? Was ist mit dir passiert? Und warum siehst du aus, als würdest du eine Ballerina sein? Also hier sehe ich irgendwie gerade keinen Weitergang. Ich muss wahrscheinlich jetzt den... Ach nee, unten war eine Tür, gell? Ich erinnere mich. I remember! Dann gehen wir jetzt runter. I remember! Okay. Ja, das Spiel hat es mir mittlerweile angewöhnt, Mika. Hier ist alles mein Feind. Okay. Es ist also doch ein Waisenhaus, ja? Das war jetzt eigentlich vorhin als Scherz gemeint. Das habe ich nicht ernst gesagt. Das war so, hey, ist ein Witz, ein Waisenhaus, weil hier sind überall Kinder. Aber das war irgendwie als Witz gemeint und nicht... War das ein Bug oder hast du dich wirklich bewegt? Wehe. Ich vertraue dir nicht. Ich habe dich im Auge, verstehst du? Okay. Heißt, ich will jetzt noch mehr. Achtung, Shortcut. Okay, wir kommen in so ein Gebiet. Dann hat das Waisenhaus zu Lawrence gehört, oder wie der hieß? Der dann dieses Insight studiert hat. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Ach, da. Du hast recht, ich habe was übersehen. Danke dir. Ah, das ist der Eingang, richtig? Tatsächlich. Ja gut. War hier nicht die Lampe? Dann klicke ich die nochmal an. Nur um sicher zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... ist mir... das Waisenhaus, das ist... beim ersten Mal durchlaufen total... weiß auch nicht. Ist an mir vorbeigegangen, wortwörtlich. So. Kann ich schon scannen oder fehlt mir noch was? Gerne machen wir, nachdem ich den Ort da gemacht habe. So.
Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen Heilung kaufen kann. Oder brauche. Ja, scheiß drauf. Besser haben als brauchen. War das hier? Nee. Unter was ist denn das eingeteilt? Hä? Also hier ist nicht. Welcher Speicherpunkt gehörte dazu? Ich finde den Speicherpunkt nicht mehr. Also den Port. Was hat denn dazu gehört? Es muss doch eigentlich unter Kathedralen. Das da oder wie? Ich hoffe es ist das. Ich hoffe es. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich könnte mich das super täuschen. Aber es war ja eigentlich oben auf der Kathedrale. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe, ich bin richtig. Oh, okay. Passt. Die Bosse hier sind sicher zu easy für dich. Warum sollen die zu easy? Ich spiele immer noch auf New Game. Vergiss das bitte nicht, ja? Ich habe noch keinen neuen Spielstand angefangen. Also ich bin immer noch im New Game, ja? Wegen zu easy. Wieso Bosse? Gibt es hier mehrere Bosse? Wie viele Bosse habe ich denn übersehen beim ersten Mal? Das kann ja nicht sein. Also kann schon sein, aber... Ich dachte eigentlich, ich hätte ziemlich viel entdeckt, muss ich gestehen. Okay. Ich traue diesen Blumen nicht. Ich traue diesen Blumen nicht. Ich traue diesen Ort nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich will jetzt Molotow haben. Wenn da irgendwas schlüpft, will ich es sofort abwerfen. Das sieht aus wie ein Bossraum. Oh Gott, das ist ein Bossraum. Oh, das... Warum? Nein. Geht weg. Nein. Geht weg. Nein. Böse. Ist jetzt scheiße. Lass mich einfach in Ruhe. Was ist denn das für ein Gegner? Was ist denn das für ein Boss? Why? Hä? Okay. Ich verstehe nicht, was ich mache. Muss ich was mit diesem Blumen machen? Ich habe es noch nicht verstanden. Okay. 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 Hier muss irgendwas sein. Vielleicht wie bei den Hexen. Entdecke ich irgendwas. Hier muss irgendwas sein. Ich muss irgendwas übersehen. Hier muss irgendwas sein. Was zur Hölle übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Ha. 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 Ihr seid ein bisschen nervig. Das? Also, ich wollte es nur gesagt haben. Aua! Stop it! Was zur Hölle übersehe ich? Hier muss ja irgendwas sein, was ich übersehe. Es muss ja jetzt wieder irgendwie... ein unsichtbarer Gegner sein oder irgendwas, was ich angreifen kann, kaputt machen kann, irgendwas. Okay. Ich kann diesen Spiegel kaputt machen. Das bringt mir zwar noch nichts, aber ich kann es tun.
Ah, okay. Kann ich was auf den Spiegel werfen? Aha. Bringt mir das irgendwas? Okay. Okay. Der Boss ist etwas verwirrend. Ich versuche noch den Boss zu checken. Es tut mir sehr leid. Ich bin noch dabei zu versuchen, ihn zu checken. Es muss ja irgendwas mit diesen Blumen auf sich haben. Aber ich kann die ja nicht angreifen. Scheinbar. Aua. Ich habe auf jeden Fall schon mal Damage gemacht. Also es gibt nur bestimmte Viecher, die angreifbar sind. Liegt es daran? Sind bestimmte Küche, alles klar. Okay, gut zu wissen. Fucking hell, chill. Oh, wow. Sagen, wir versuchen wieder ein bisschen von dem Kleinen loszuwerden, dann gehen wir auf den Großen. Hast du einen wunderschönen Hintern. Ich will nie was anderes behaupten. Fuck! Ich bin zu früh aus dem Löchern. Fertig. Okay. Gut. Himmlischer Gesandter. Das war ein seltsamer Boss. Der war ja super seltsam. Der war ja richtig komisch.